Hallo, die Medien sind in diesen Tagen voll von Berichten über NSA, über Geheimdienstskandale, in wie vielfältiger Weise wir alle möglicherweise ausgeforscht werden. Und der Zweck dieser Forschungen? Die Mitteilungen, die uns bisher vorliegen lassen, bezweifeln, dass es tatsächlich nur um Terrorismusbekämpfung geht. Denn damit wären die vielen Tausende, Hunderttausende Datensammlungen, die von amerikanischen Geheimdiensten, britischen Diensten, aber auch anderen gemacht werden, nicht zu erklären. Ein schwieriges Thema. Doch dass unsere Politiker, dass die nationalen Regierungen hier nicht aufklären, abwimmeln, möglicherweise selber nicht wissen, was Sache ist, das ist zutiefst bedenklich. Wir im Europäischen Parlament nehmen uns des Themas an und fordern auch Konsequenzen. Zum Beispiel das Aufkündigen von Abkommen wie SWIFT, Fluggastdatenabkommen, möglicherweise auch das Einfrieren von Handelsbeziehungen. Ich bin gespannt, was wir in den nächsten Tagen noch an Informationen bekommen können.